Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Mathe Bock, wenn Mathe Bock macht. Heute geht es um die Einführung des Skalarproduktes und da gucken wir uns erstmal eine Kosinusform an. In diesem Beispiel ist ein Waggon und der wird von irgendeinem Zugtier über Schienen gezogen und dieses Tier, das zieht eben mit einer speziellen Kraft immer gleich stark, deswegen sind diese Vektoren, diese Kräftepfeile gleich lang und es gibt einen Vektor S, der zeigt die Fahrtrichtung an. Dieser Waggon soll also in diese Richtung gezogen werden. So, jetzt stellt euch vor, dieses Zugtier, vielleicht ein kleines Pferd oder ein Pony damals in so einem Bergwerksstollen, das kann nicht einfach über die Schienen laufen, das würde sofort stolpern wegen der Schwellen, deswegen läuft es neben der Fahrbahn und je nachdem, mit welchem Winkel es da so zieht an dem Seil, zieht es es vielleicht sehr gut nach vorne, vielleicht auch immer ein bisschen weniger gut und stellt euch vor, das würde gerade hier so senkrecht zur Fahrtrichtung ziehen wollen, naja, da bewegt sich der Wagen überhaupt gar nicht nach vorne, möglicherweise kippt der Wagen um. Und das ganze Zeug da drin wird ausgeleert. Es macht also einen Unterschied, in welche Richtung das Tier zieht. Und je kleiner dieser Winkel zwischen dem Vektor für die Fahrtrichtung und dem Vektor für die Kraft, die das Tier aufbringt, ist, umso stärker zieht es das in diese Richtung. Und genau das ist einer der Gründe, warum wir das Skalarprodukt brauchen. Denn wir haben als erstes mal das Problem, dass wir einen Kraftpfeil aufteilen müssen in ja, eine mögliche Richtung, die ja für den Vorantrieb des Wagens überhaupt gar keine Rolle spielt und diesen blauen Pfeil, der ist der Anteil der Kraft, der auf den Wagen in Fahrtrichtung wirkt. Was sich jetzt an diesem Beispiel hier ausrechnen lässt, wäre zum Beispiel die Arbeit, die das Tier verrichtet. Die lässt sich berechnen durch die Kraft mal den Weg. Die Kraft, die für uns aber eine Rolle spielt, ist nicht die rote Kraft, denn die bewirkt ja nicht in jedem Fall, dass die volle Kraft auf diesen Waggon gerichtet wird und dass der nach vorne gezogen wird, sondern es gibt eben einen Teil, der bewirkt, dass der Waggon gezogen wird und einen Teil, der verpufft, weil eben ja die Schienen eine Gegenkraft wirken und ja der Waggon, der kann einfach nicht in die Richtung, der kann nur dahin fahren. Also Kraft in Fahrtrichtung. Tja, die Stärke unseres Pferdes, die kennen wir, nämlich angenommen, die wäre gerade eine Pferdestärke, dann wüssten wir, jeder von dieser roten Pfeilen, der hat eben genau diese Kraft. Was wir jetzt brauchen, ist die Länge oder die Stärke des blauen Pfeils, wie stark eben hier dieser Wagen in diese Richtung gezogen wird, mit welcher Kraft. Und ihr seht das ist ein rechtwinkliges Dreieck. Und wenn dieses hier genau diese Größe hat, also die Hypotenuse hat genau diese Größe, dann lässt sich die Größe dieser Seite hier ausrechnen, indem ich die Hypotenuse mit dem Kosinus dieses Winkels multipliziere. Gehen wir zurück zu unserer Berechnung. Die Arbeit ist also eigentlich dieser blaue Pfeil Fs, also die Kraft in die Wegrichtung S und eben deren Betrag mit dem Weg multipliziert, auch hier im Betragsstrich, sodass wir eben genau die Länge des Weges haben. Diese Kraft, die kann ich nicht genau sagen, denn die hängt einfach davon ab, wie stark mein Pferd ist und in welche Richtung das gerade zieht. Deswegen ersetze ich dieses eben durch den Vektor F, dessen Länge mal den Kosinus des Winkels, in den das Pferd oder das Zugtier gerade den Waggon zieht, mal S, beziehungsweise dessen Länge. Wenn wir das jetzt nochmal umstellen, sodass der Kosinus möglicherweise hinten steht,
Dann haben wir die Länge des Kraftpfeils mal die Länge des Weges. Und wir haben noch Cosinus von Gamma. Gamma ist also dieser Winkel, in den das Pferd zur Fahrtrichtung zieht. Was dürfen wir erwarten? Wir haben hier ganz normale Zahlen, also keine Vektoren, denn hier wird ja die Länge der einzelnen Vektoren angegeben. Der Cosinus von Gamma ist auch eine ganz normale Zahl. Diese ganz normalen Zahlen nennt man eigentlich auch Skalar. Und hier in dem Fall wird eben definiert das Skalarprodukt. Und in der Mathematik wird jetzt dieser Ausdruck einfach gleichgesetzt mit diesem, nämlich dass man sagt, wenn ich die einzelnen Vektoren miteinander multipliziere, dann soll das Ergebnis einfach diesem hier entsprechen. Ich hoffe, das Video hat dir etwas weitergeholfen, vielleicht auch ein kleines bisschen gefallen und du hast etwas dazugelernt. Wenn das so ist, dann lass mir einen Daumen da, abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns bald wieder.